Hallo, mein Name ist Chris Baumschmuck und ich habe eine Krankheit. Wenn ich die Augen zumache, ist es dunkel. Und ich habe Angst im Dunkeln. Ich habe das schon seit der Geburt. Meine Mutter meinte, ich bin mit Augen zu auf die Welt gekommen und habe nur geschrien wie am Spieß. Wir müssen kurz abbrechen. Ganz selten schließt Chris seine Augen etwas zu lang. Manchmal führt das zu kurzen, aber heftigen Anfällen. Mein größter Traum war es damals, S-Bahn-Fahrer zu werden. Ich habe mich damals mit 16 beworben und sie meinten aber, dass es wegen meiner Krankheit nicht geht. Schon allein wegen den ganzen Tunneln und so. Das war die derbste Enttäuschung meines ganzen Lebens. Um dennoch mit offenen Augen träumen zu können, ist Chris direkt an einen Bahnhof gezogen. Ja, kommt einfach mit rein. Das ist halt die Scheiße. Das sind lange Flure und die gehen erst immer an, wenn man da durchgeht. Aber so weit will ich es erstmal gar nicht kommen lassen. Ja, klappt. Also die Probleme fangen ja schon früh morgens an, wenn ich mir das Gesicht wasche. Ich kann das ja mal demonstrieren. Ich habe mir so pH-freundliches Waschgel geholt. Das brennt nicht so krass in den Augen. Das ist bei mir halt immer so, dass ich mir beigebracht habe, schon mit 5 Jahren mit offenen Augen zu schlafen. Davor hatte ich so eine Vorrichtung, die hat mein Vater mir gebaut, aber es ging halt nicht. Ich hatte dann hier so Entzündungen und so. Ich nehme dann halt immer das Brokkolin und mache mir das in die Augen. Das hält so für 2 Stunden. Dann stelle ich mir immer den Wecker so auf 2 Stunden. Und wenn der Wecker dann immer klingelt, dann stehe ich halt immer auf, mache mir wieder Brokkolin rein und schlafe dann wieder mit offenen Augen. Das geht auf jeden Fall. Weil meine Mitschüler haben mich in der Hinsicht schon immer beneidet, weil ich konnte dann einfach mit offenen Augen im Unterricht schlafen. Das war halt natürlich dann immer lustig. Heute lebt Chris sehr erfolgreich von YouTube. Hallo, mein Name ist Chris Baumschmuck und heute zeige ich euch, wie man mit offenen Augen schlafen kann. Schade, dass die Sendung mir nicht helfen konnte, aber ich habe auch ganz gut gelernt, mit der Krankheit zu leben. Und ja, lauft nicht mit verschlossenen Augen durch die Welt. Ich kann auch mit meiner Krankheit leben und ich habe es geschafft, auf jeden Fall damit zurechtzukommen. Schreibt in die Kommentare, ob ihr auch irgendwelche speziellen Krankheiten habt. Ich finde sowas halt mega interessant. Tschüss. Chris hat gelernt, seine Probleme auf andere Art zu verarbeiten. Also ich habe auch einen Song geschrieben, um das besser zu verarbeiten. Heute ist Premiere. Augen auf, ich komme, wie die Faust aufs Auge. In der Menschentraube. Ich hab Angst im Dunkeln, aber das ist okay. Schade, dass die Sendung mal wieder nicht hilft. Okay, ich hab mich gerade ein bisschen verspielt, aber ja, das war's im Großen und Ganzen.